Einen wunderschönen Vormittag zurück. Die Bienchen, die sind mittlerweile schon ausgeflogen. Wie so oft halten wir als Letzte hier noch die Stellung. Und uns hat man gesagt, man zieht sich jetzt ins Kaffeehaus zurück, um sich dort erst einmal aufzuwärmen. Aber wir haben uns natürlich angeschaut, was ist denn die Motivation der letzten Generation, dass man heute sich einmal nicht auf die Straße geklebt hat. Wir haben mit vielen Menschen vor und hinter der Kamera gesprochen, die gesagt haben, sie sind erleichtert, dass der Verkehr heute fließen kann und man sich keine Sorgen machen muss, ob man nun wieder eine halbe Stunde warten muss oder nicht. Die Klimakleber selber, die haben gemeint, man bereitet sich auf den Freitag vor. Da wird es dann einen größeren Protestmarsch geben. Um 8 Uhr möchte man da beim Schwarzenbergplatz starten. Und man versucht nun auch alternative Möglichkeiten anzubringen, damit man sozusagen immer im Gespräch bleibt. Und eine dieser Varianten war eben heute, dass man als fleißiges Bienchen durch die Stadt gezogen ist und auch mit recht interessanten Formularen bestückt. Filmen durfte man die Formulare nicht, auch ein interessantes Detail. Aber scheinbar wurde darauf eine Spende von bis zu 80 Euro von den Klimaklebern verlangt. Das ist auch etwas, was man sich sozusagen als solidarischer Unterstützer noch einmal spenden sollte. Also eine gewisse Summe, die wird da auch erwartet, damit die Organisation weiterhin sozusagen ihrer Tätigkeit nachgehen kann. Aber wir haben uns natürlich auch angeschaut, was war diese Woche so los. Es gab wieder verschiedene Aktionen, unter anderem auch die Interviewpartnerin, mit der ich gesprochen habe. Die hat am Montag für großes Aufsehen gesorgt, weil sie sich auf die Autofahrbahn buchstäblich fest zementiert hat. Das war dann eine explosive Mischung aus Sand und auch Superkleber, mit der sie sehr schwer von der Fahrbahn nur befreit werden konnte. Sie hat da so viel Lösungsmittel drauf bekommen, das hat sie uns im Interview exklusiv gesagt, dass es ihr die Haut fast komplett aufgelöst hat und sie nun eine Bandage tragen muss. Also so viel Einsatz fürs Klima, auch von Seiten der letzten Generation. Viele, mit denen wir heute gesprochen haben, haben gesagt, sie finden das etwas übertrieben. Man könnte die ganze Situation doch auch anders lösen. Sehr oft wird in solchen Situationen auch die Organisation von Fridays for Future ins Feld geführt. Die machen das Ganze etwas anders. Die kündigen die Proteste an, ziehen dann durch die Stadt und versuchen in großen Massen an jungen Menschen auf die Situation aufmerksam zu machen. Erinnern wir uns an Greta Thunberg. Das ist ein Konzept, das auch für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Bei der letzten Generation kommt das scheinbar nicht ganz so gut an, aber man möchte nun doch etwas kongruenter mit Fridays for Future gehen und entsprechend hier ist man nun auch bemüht, dass man die ein oder andere Protestaktion macht, die sozusagen der normalen Form entspricht und nichts mit radikalem Festkleben auf der Fahrbahn zu tun hat. Eine Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen ist, wie groß ist denn noch der Rückhalt in der Bevölkerung? Man merkt es, dass es sehr viel Kritik gibt, auch vor allem in den sozialen Medien. Da sind es viele, die sagen, sie würden sich wünschen, dass man etwas weniger aggressiv reagiert und deshalb natürlich auch andere Formen wählt. Ob die Protestform für den Freitag so eine ist, das werden wir sehen. Heute auf jeden Fall sind die Bienchen ins Kaffeehaus geflogen. Wir stehen hier beim Schottentor. Die Bienchen, die sind heute fleißig im Einsatz und du siehst es auch hier im Hintergrund, die letzte Generation, die ist hier am Werk. Wir haben eine wunderbare Interviewpartnerin und zwar die Laila, die hier neben mir steht. Sie wird uns Rede und Antwort stehen und erklären, warum die Bienchen heute im Einsatz sind. Liebe Laila, heute von der letzten Generation einmal ein bisschen ein anderes Konzept. Jetzt kannten wir es vom Festkleben auf der Straße, von den Protesten, auch dass Gemälde mit Flüssigkeiten bespritzt worden sind. Jetzt haben wir ein bisschen einen anderen Kurs. Kannst du uns erklären, was heute das zentrale Thema ist, warum man als Bienchen in der Stadt unterwegs ist? Wir versuchen, die Leute zu mobilisieren, mit uns auf die Straße zu gehen, in den friedlichen Protest zu gehen. Und wir laden alle herzlich ein, auch am Freitag bei unserem öffentlichen Protestmarsch mitzugehen. Da ist am Schwarzenbergplatz beim Brunnen um 8 der Treffpunkt. Wir wollen so viele Menschen wie möglich dazu bringen, bei uns mitzuwirken. Und deswegen sind wir heute hier unterwegs, reden mit den Menschen, treten mit ihnen in den Diskurs und laden sie ein, bei uns mitzumachen. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, uns mit vielen Menschen zu unterhalten. Einige haben auch gemeint, wenn solche Aktionen stattfinden und auch heute wieder in den Interviews, könnte man ein bisschen den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, weil halt viele sagen, sie sind schon müde von diesen ganzen Protesten. Wie geht man damit um? Also wir brauchen keine Mehrheit. Wir brauchen, dass die Regierung ihre Verantwortung versteht, für unser Überleben einzutreten. Wir stellen uns dem Alltag teilweise in den Weg. Aber die Regierung stellt sich unserem Überleben in den Weg und das ist um einiges schlimmer. Und wenn man sich die Katastrophen, die jetzt schon passiert, anschaut, dass Menschen in Frankreich ums Wasser kämpfen, den Dürresommer 2022 oder dass zum 6. Mal jetzt in Folge die Regenzeit am Horn von Afrika ausbleibt, dann verstehe ich nicht, wieso Regierungen ihre Verantwortung immer noch nicht wahrnehmen, endlich für unsere Überleben Entscheidungen zu treffen und nicht nur für das reichste 1%.
Und ja, das ist einfach wichtig, dass wir die Regierung ins Handeln bringen. Ob jetzt alle unserer Protestform zustimmen oder nicht, ist nicht das Relevante. Eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, und das ist ja auch eine Forderung von der letzten Generation, ist das Tempo 100 auf der Autobahn. Was würde das ändern? Also das würde uns mal eine 500.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen und das würde sehr viel ändern. Das ist eine einfache Maßnahme, die Sie morgen umsetzen können, wenn Sie wollen. Sie kostet fast gar nichts. Also das ist was, was jetzt umsetzbar ist und wird sehr viel ändern. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, der erste Schritt in Richtung Überleben. Ja, und sehr einfach für die Regierung umsetzbar. Du hast ja auch für Schlagzeilen gesorgt am Montag. Du hast es mir schon gezeigt, deine Hand, die ist ja auch bandagiert. Also du hast da auch selbst mitgemacht sozusagen. Und könntest du uns da nochmal sagen, ich erinnere mich an die Bilder, wie du dich dann quasi zementiert hast an den Boden. Warum hast du dich zu diesem Schritt entschlossen? Weil leider störender Protest notwendig ist und sehr viel mehr Aufwand ist, eine betonierte Hand loszulösen als eine festgeklebte Hand. Und wir so einen sehr viel störenderen Faktor erreichen konnten. Und ich habe mich aus Angst auf die Autobahn betoniert. Das ist nicht lustig. Es ist auch nicht lustig, jetzt eine verbundene Hand zu haben. Aber es ist leider notwendig, dass wir so viel wie möglich stören und dass wir nicht mehr ignorierbar sind. Normalerweise die Aktionen der letzten Generation sind doch eher etwas invasiver. Man klebt sich auf die Fahrbahn. Heute war es eher etwas ruhiger. Man hat nur Banner gezeigt. Wie haben Sie das bewertet? Also ich finde die Klebeaktionen sehr schade, dass sie sein müssen, offensichtlich um Aufmerksamkeit von Medien zu kriegen. Es war ganz interessant, wie die erste Welle der Klebeaktionen war, waren dann am nächsten Tag oder am selben Tag noch im Mittags- und Abendjournal Berichte über Wissenschaftler, was Klimawissenschaftler, Soziologen etc. sagen zu der Thematik. Also es braucht Wahnsinnsaktionen, ja, die einem wehtun, die machen ja das nicht das Vergnügen, wenn man denen ins Gesicht schaut. Ich habe das am Dienstag das erste Mal am Schwarzenbergplatz gesehen. Das ist ja nicht lustig für diese Klimakleber. Ja. Aber dass sowas notwendig ist, um Aufmerksamkeit von Medien zu bekommen, das ist grässlich schade. Ja. Und wenn man dann einen Bundeskanzler hört, der von Technologieoffenheit redet, so als würde das aus Zauberhand eine Lösung bringen für etwas, was seit 40 Jahren in Entwicklung ist und immer schneller ins Negative führt. Und er vertröstet, wie ein Pastor, vertröstet er die Nation drauf, dass irgendwann die Lösung kommt. Ja? Aber sich nicht auf einen offensichtlich geistig ersonnenen Messias beruft, sondern auf irgendwen, wo er nicht sagt, wer das ist. Ja? Seine Experten. Ja? Und das ist unerträglich. Man fragt sich nur, wie das weitergeht, ja? was sich die jungen Leute noch oder auch alte Leute noch ausdenken sollen. Ja? Jetzt kommt die warme Jahreszeit. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, Nacktaktionen zu machen, weil das ist noch immer irgendwie so etwas Prickelndes. Ja? Oder Schüttaktionen, ja? Blut von wem, weiß ich nicht. Ja? Aber Blut wohin zu spritzen, das ist ein kräftiges Symbol. Sowas scheint es zu brauchen, damit Medien überhaupt merken, aha, darüber könnten wir auch wieder mal berichten. Also sie kommen nicht auf die Idee, täglich eine Serie zu machen, wo sie anerkannte Wissenschaftler interviewen zu dem Thema. Ja? Die müssen auch Aktionen machen, damit sie zu Wort kommen. Ja? Alle Verkehrswissenschaftler Österreichs sagen, das muss sein, das kostet am wenigsten und bringt am meisten Tempo 100 auf der Autobahn. Aber der Herr Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, nein, das wird E-Fuels werden das lösen. Und ich weiß nicht, wie man ihn interpretieren soll. Und das finde ich eigentlich als medienpolitisches Problem ein Riesending. Ja? Also eigentlich eine Riesensauerei, dass sich arme kleine Mädeln und Burschen da festkleben müssen. Ja? Wenn man dann die Hand sieht, wo zum Teil die Haut runtergerissen ist, ja, und so, nur damit sie Aufmerksamkeit für etwas kriegen, was eigentlich in die öffentliche Diskussion gehört, mit oder ohne Robert Heinrich und andere Prominente. Ja. Aber es sind zu wenige Prominente noch, die sich da hinstellen und sagen, so geht das nicht. Ja. Und man fühlt sich verarscht eigentlich von der Politik oder von einem wesentlichen Teil der Politik. Was sagen Sie zu diesen Klimaprotesten? Also ich finde, dass alle die Demonstrationen wichtig sind, wenn sie eine Balance haben. Also ich finde das hier in Österreich, also ich habe meine ausländische Meinung,
So, ich finde nach, dass es hier vielleicht zu viel mehr Demonstrationen als zum Beispiel in Kolumbien gibt. Aber auch die Regierung, in meiner Meinung, macht viel mehr, als was zum Beispiel in Lateinamerika gemacht wird. Also ich finde es gut. Die Personen hier kämpfen für ihre Rechte. So, ich finde es gut. Die Gruppe macht auch Aktionen, wo sie sich mit Kleber auf den Boden kleben. Was sagen Sie dazu? Das gefällt mir persönlich nicht. Ich finde, dass es, man soll die Rechte fördern, bis man die Rechte von anderen nicht, wie sagt man, genau. So, das gefällt mir persönlich nicht. Also keine Einschränkung, aber man darf protestieren, wie heute hier zum Beispiel? Sicher, natürlich. Also meiner Meinung nach ist das die gescheitere Variante für einen Protest, als sie auf der Straße festkleben. Weil tatsächlich, glaube ich, geht es damit, oder nicht, dann glaube ich, das Gefühl, dass das in die falsche Richtung geht. Weil das einfach nur Wut und Ärger verursacht. Aber letztendlich das, was eigentlich die Botschaft dahinter ist, ein Stück weit verloren geht. Und ich glaube, dass Leute, die stundenlang im Stau stehen und Einsatzkräfte, die gehindert werden am Weiterfahren, dass das, glaube ich, nicht zum Umdenken sie veranlasst, sondern eher, dass einfach nur der Wut und der Ärger da ist, wieso komme ich jetzt nicht in die Arbeit. Aber es ist ein schwieriger Weg, einen Protest zu finden, der Aufmerksamkeit erregt, aber trotzdem halt nicht das Leben stilllegt. Ja. Viele Kritiker sagen, dass man mit Aktionen wie das Festkleben am Boden eher den Rückhalt der Bevölkerung verliert, weil es eben für so viel Ärger sorgt. Ja, ist das auch Ihre Einschätzung? Ja, schon. Also ich weiß, wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, sage ich eher das Gefühl, dass das ist so das Unverständnis, was das bringen soll. Aber ja, ein Protest muss natürlich irgendwie zu einer Diskussion anregen. Aber letztendlich den richtigen Weg finden ist wahrscheinlich immer schwierig. Also sowas wie hier, dass man jetzt mit einem Banner dasteht, wäre dann die gescheitere Variante? Meiner Meinung nach schon. Wie viel es bewirkt, ist halt dann die Frage. Das ist immer so Ursache-Wirkung. Was wir auch immer wieder merken im Gespräch mit vielen Leuten, es ist oft so, dass die Autofahrer sagen, sie haben richtige Termine, Krankenwagen, der durchfahren muss. So ist das. Auch ein bisschen, dass viele meinen, der Rückhalt in der Bevölkerung geht mit solchen Aktionen verloren. Man würde es sinnvoller finden, wenn man jetzt beispielsweise wie heute diese Plakataktion macht. Was sagen Sie dazu? Ich sage, die Autofahrer, die angewiesen sind aufs Auto, die tun mir leid. Ja? Und es ist eigentlich eine Sauerei, eben wie gesagt, dass es solche Aktionen braucht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Von vielen Autofahrern in Wien verstehe ich es nicht, die können genauso mit dem Öffi fahren. Ja? Die Pendler haben es verdammt schwer. Ja? Und ich sage nur, aber das, was diese Staus verursacht, nämlich das schlechte Öffi-Netz in der Fläche, ja? Das wird viel weniger thematisiert. Die stehen täglich im Stau, mit oder ohne Kleber. Die Kleber sind die 20 Minuten weg. Ja, das, also ich war jetzt zweimal dabei am Schwarzenbergplatz, gestern vor dem Heldentor. Das dauert eine halbe Stunde. Ja. Die Polizei redet dann zwar frecherweise davon, dass jemand zu Tode kommt, weil die Rettung nicht durch konnte, was sich dann herausstellt als absoluter Fake. Der ist in Schwächer zu Tode gekommen, bevor die Demo in Wien begonnen hat. Der Notarzthubschrauber war dort, ja? Aber das wird nicht im selben Umfang widerrufen, in denselben Sendungen, wo das zuerst behauptet wurde von Pressesprechern der Polizei. Und das ist eigentlich eine Korruptionsgeschichte, ja? Frechheit. Und hat mit den Behinderungen der Autofahrer aber null zu tun. Ja? Klar, der an der Ampel steht und dort warten muss, der ist frustriert, grantig, zuckt vielleicht einmal aus, ja? Ist zu verstehen, aber sie stehen täglich irgendwo im Stau. Nur, dass dort keiner klebt, den sie dafür schuldig machen können. Aber eigentlich ist es der verfehlte Verkehrs- und vor allem Geld-Incentive-Geschichte, dass ihnen das passiert. Ja? Das ist das eine. Und das andere war nochmal ja, diese Plakataktionen. Ja, solange es niemanden betrifft, solange man dran vorbeischauen kann, ist es den Menschen, ist es vielen einfach recht, ja, weil man kann dran vorbeischauen und es muss einen nicht betreffen. Wir haben es doch erlebt mit der Fridays for Future, oder? Wie oft sind die demonstrieren gegangen? Zu zigtausend insgesamt in Österreich, ja?
wen juckt's? Niemanden. Die Jugendlichen, die da dabei waren, sind zum Teil frustriert, sagen, hilft doch alles nichts. Ja? Wir reißen uns da was auf und versuchen, was zu bewegen, aber so funktioniert die Politik nicht, weil irgendwo 100.000, also Tausende demonstrieren und wenn es 100.000 sind, ja, schwapp drüber, das geht vorbei. In 2 Wochen ist es kaum mehr Thema, in 2 Monaten gar kein Thema und nach 2 Jahren ist es völlig vergessen. Ja? Also insofern diese und die Gespräche, die ich geführt habe mit Menschen, die ich kenne, mit unbekannten Menschen, es ist so, man hat einen Abwehrmechanismus und sagt, nein, das bringt nichts, das bringt überhaupt nichts. Also mich spricht das nicht an, so als würde er irgendwie positiv reagieren können auf irgendwas. Kannst du uns erklären, was heute das zentrale Thema ist, warum man als Bienchen in der Stadt unterwegs ist? Wir versuchen, die Leute zu mobilisieren, mit uns auf die Straße zu gehen, in den friedlichen Protest zu gehen. Und wir laden alle herzlich ein, auch am Freitag bei unserem öffentlichen Protestmarsch mitzugehen. Da ist am Schwarzenbergplatz beim Brunnen um 8 der Treffpunkt. Wir wollen so viele Menschen wie möglich dazu bringen, bei uns mitzuwirken. Und deswegen sind wir heute hier unterwegs, reden mit den Menschen, treten mit ihnen in Diskurs und laden sie ein, bei uns mitzumachen. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, uns mit vielen Menschen zu unterhalten. Einige haben auch gemeint, wenn solche Aktionen stattfinden und auch heute wieder in den Interviews, könnte man ein bisschen den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, weil halt viele sagen, sie sind schon müde von diesen ganzen Protesten. Wie geht man damit um? Also wir brauchen keine Mehrheit, wir brauchen, dass die Regierung ihre Verantwortung versteht, für unser Überleben einzutreten. Wir stellen uns dem Alltag teilweise in den Weg, aber die Regierung stellt sich unserem Überleben in den Weg und das ist um einiges schlimmer. Und wenn man sich die Katastrophen, die jetzt schon passiert, anschaut, dass Menschen in Frankreich ums Wasser kämpfen, den Dürresommer 2022 oder dass zum 6. Mal jetzt in Folge die Regenzeit am Horn von Afrika ausbleibt, dann verstehe ich nicht, wieso Regierungen ihre Verantwortung immer noch nicht wahrnehmen, endlich für unsere Überleben Entscheidungen zu treffen und nicht nur für das reichste 1%. Und das ist einfach wichtig, dass wir die Regierung ins Handeln bringen. Ob jetzt alle unserer Protestform zustimmen oder nicht, ist nicht das Relevante. Eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, und das ist ja auch eine Forderung von der letzten Generation, ist das Tempo 100 auf der Autobahn. Was würde das ändern? Also das würde uns mal 500.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen und das würde sehr viel ändern. Das ist eine einfache Maßnahme, die Sie morgen umsetzen können, wenn Sie wollen. Sie kostet fast gar nichts. Also das ist was jetzt umsetzbar ist und wird sehr viel ändern. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, der erste Schritt in Richtung Überleben. Und sehr einfach für die Regierung umsetzbar. Du hast ja auch für Schlagzeilen gesorgt am Montag. Du hast es mir schon gezeigt, deine Hand, die ist ja auch bandagiert. Also du hast da auch selbst mitgemacht sozusagen. Und könntest du uns da nochmal sagen, ich erinnere mich an die Bilder, wie du dich dann quasi zementiert hast an den Boden. Warum hast du dich zu diesem Schritt entschlossen? Weil leider störender Protest notwendig ist und sehr viel mehr Aufwand ist, eine betonierte Hand loszulösen als eine festgeklebte Hand. Und wir so einen sehr viel störenderen Faktor erreichen konnten. Und ich habe mich aus Angst auf die Autobahn betoniert. Das ist nicht lustig. Es ist auch nicht lustig, jetzt eine verbundene Hand zu haben. Aber es ist leider notwendig, dass wir so viel wie möglich stören und dass wir nicht mehr ignorierbar sind.